In Teil 4 der parametrischen Spannbetonbrücke, die wir mit Rhino, Grasshopper und Sophistic erzeugen wollen, soll es um die Querschnittsdefinition des Überbaus gehen. Hier waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben, hatten die Achsen definiert. Ich hole mir jetzt einfach mal mit Ctrl-C, Ctrl-V diese Überschrift hier nochmal auf den Canvas und nenne das Ganze Querschnittsdefinition Überbau. So, Überschrift haben wir. Und jetzt schauen wir mal, was es für Möglichkeiten gibt. Wir sind hier also in dem Sophistic-Kartenreiter und dort gibt es den Bereich Section, also Querschnitte, und es gibt fünf Möglichkeiten, einen Querschnitt zu definieren. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, aus einer CDB, also aus einer Sophistic-Datenbank, einen Querschnitt zu lesen. Dann haben wir die Möglichkeit, eine JSON-Datei zu lesen, die einen Querschnitt beinhaltet. Es gibt eine Bibliothek, aus der wir auswählen können. Dann gibt es hier die Möglichkeit, aus einem B-Wrap oder Wrap einen Querschnitt zu lesen. Schauen wir uns auch gleich an. B-Wrap oder Wrap, das ist die sogenannte Boundary Representation oder auf Deutsch Begrenzungsflächenmodell, also eine Darstellungsform eines Flächen- oder Volumenmodells, in der die Objekte eben durch ihre begrenzenden Oberflächen beschrieben werden. Ja, was haben wir noch? Die fünfte Möglichkeit ist hier Composite Section. Das heißt, man kann also auch zusammengesetzte Querschnitte, wie man sie im zum Beispiel Stahl, Beton, Verbundbau, Stahlverbundbau benötigt, hier konstruieren. So. Wir fangen mal an, schauen uns das ein oder andere an. Hier mit der Library. Ich klicke also drauf, setze die hier ab. Und es ist so, dass Sophistic und Rhino hier schon Querschnitte mitliefern, auf die Sie zugreifen können. Dafür gehen wir hier auf das Symbol und drücken die rechte Maustaste und können dort den Ordner auswählen, Select Folder. Und in der normalen Installation ist das unter Programme Sophistic 2022, dann Rhino, Grasshopper Content. Und hier haben wir jetzt eben zwei Verzeichnisse, einmal Bridge Sections und einmal Stahl Steel Profiles. Ich wähle mal Bridge Sections aus. Wir sehen noch nichts. Wir können jetzt wieder hier auf das Icon gehen, rechte Maustaste und Selection Folder. Selection Section auswählen und wir sehen schon, hier kommen eine ganze Reihe von Querschnitten, zum Beispiel hier Hash2. Ich wähle mal irgendwas aus. Jetzt steht das auch hier drunter. Man sieht also, was ausgewählt ist. Wir sehen aber noch nichts und damit wir was sehen, müssen wir hier bei Section eben das View Section auswählen und wenn ich diese beiden verbinde, dann sollte man was sehen. Und zwar müssen wir in dem Fall hier dann auch mal von links zum Beispiel draufschauen, ein bisschen ranzoomen und da sehen wir unseren Querschnitt. Wenn ich draufklicke, sehen wir, das wird grün und ganz wichtig, wir sehen auch überall diese Bezeichnungen der Knoten. Und wenn man immer näher ranzoomt, dann merkt man auch, wenn man nah genug dran ist, dass sich das hier so auflöst und man sieht wirklich, welcher Punkt welche Bezeichnung hat. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass diese Punkte Bezeichnungen haben, weil genau auf diese Punkte wollen wir dann später zugreifen, beispielsweise um hier Lager zu definieren. Wir müssen dem System ja sagen, wo ist der Querschnitt gelagert und dann müssen wir hier Punkte haben. Also, das wäre jetzt beispielsweise mal dieser Querschnitt oder wenn ich mal hier runtergehe auf Multicell Box Gürtel und den auswähle, ja, dann sieht das eben so aus. Auch wieder mit ranzoomen
erkennt man exakt, welche Punkte welche Bezeichnungen haben. Hier können wir auch mal Section Folder nochmal umstellen auf die Stil Profiles. Dann wieder hier rechte Maustaste, Section, Section. Und da sehen wir eben die Stahlprofile, beispielsweise HRB 300. Und wenn wir wieder ranzoomen, dann sehen wir bis ins Detail, wie welcher Punkt heißt, weil genau auf diese Punkte wollen und ja, vor allem können und wollen wir später dann zugreifen. Also das wäre Read Section Library. Dann, wenn ich hier die Verbindung mal wieder rausnehme, also mit der Steuerungstaste gedrückt. Hier, wenn ich die Steuerungstaste drücke, dann erscheint da so ein Minuszeichen und dann kann ich eben die Verbindung wieder lösen. Wenn ich das also rausnehme, dann verschwindet das. Ich hätte also auch die Möglichkeit, hier selber eben zu konstruieren im Rhino. Das wäre also dieser Knopf hier, Section from Brep. Kann ich also selber die Begrenzungsfläche mir erstellen. Ich mache das jetzt einfach mal hier und ja, will da einfach mal von links drauf schauen. Ist ja schon eingestellt. Ich habe hier den Punktfang aktiviert und ja, mache einfach mal irgendwas, eine Polylinie zum Beispiel. Sowas hier ist jetzt völlig egal, einfach damit Sie gesehen haben, wie es funktioniert. Habe also eine Polylinie konstruiert. Sage jetzt, ich möchte daraus eine Fläche erstellen. Ich bin jetzt auch kein Rhino-Fachmann, aber das sollten wir hinkriegen. Also Füllfläche und auswählen und Return drücken. Dann kommt hier noch so eine Eingabe und dann habe ich meine Fläche definiert. Und hier können wir jetzt auf Planar, B-Wrap, rechte Maustaste klicken und sagen Set One B-Wrap und dann eben diese auswählen. Und wenn ich das jetzt hier mal in View Section verbinde, dann sehen wir, er stellt das wieder dar. Das Ganze ist jetzt um 90 Grad gedreht. Das können wir einstellen hier über die Plane. Dafür gehen wir mal hoch auf Vektor und finden dort die Planes, wählen jetzt die YZ Plane aus. Und wenn ich die jetzt hier rein verbinde, ja, dann ist es auch in der richtigen Lage. Also das wäre schon eine Möglichkeit, einen Querschnitt zu definieren. Wir sehen dann auch, dass hier wieder diese Punkte auftauchen. Nun würden wir noch weitere Punkte benötigen, beispielsweise wieder um die Auflagerpunkte zu definieren. Könnte man hier ergänzen, setzen wir also hier noch Punkte hin, zum Beispiel da einen. Und dann setze ich hier auch einen Punkt hin, gehe wieder auf meine Komponente hier und sage im Bereich von Additional Points, rechte Maustaste, Set Multiple Points und wähle dann diesen. Und diesen Punkt aus, drücke Return, damit sind die ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier wieder View Section aktiviere, sehen wir, dass diese zwei neu gesetzten Punkte eben auch wieder eine Bezeichnung bekommen haben. In dem Fall S101 und S102, auf die wir später dann, wie gesagt, zugreifen können. Sie können auch weitere Punkte setzen, zum Beispiel mittig oder wo auch immer Sie einen Punkt haben wollen, auf den Sie zugreifen wollen. So, das waren also zwei Möglichkeiten. Hier mit Steuerung gedrückt halten, wieder die Verbindung lösen. Ja, die zwei brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die lösche ich wieder. Ich möchte nämlich Folgendes machen. Ich möchte aus einer Sophistic-Datenbank hier aus der CDB den Querschnitt herauslösen. Den stelle ich Ihnen auch zur Verfügung. Gehen wir mal in ein Projekt. Ich habe nämlich eine Datenbank von einem Sophistic-Projekt und hier wurde mit AutoCAD, mit dem SOFI Plus der Querschnitt erzeugt. Sehen wir hier, ist im Prinzip das gleiche, was ich gerade im Rhino gemacht habe und man sieht diese roten Punkte, das sind also hier Zwangspunkte, genauso wie ich die gerade gesetzt habe, sind die hier auch gesetzt worden und zusätzlich ist in dem
Querschnitt hier auch noch ist so, dass Variablen vorhanden sind. Es sind also kartesische Referenzen gesetzt. Das heißt, wenn ich mal so einen Punkt hier anklicke, dann sehen wir, der ist immer 850 mm von der Symmetrieachse entfernt und in der Höhe hat er eine Variable h, die wir dann auch später zuweisen wollen, die entlang der Achse die Höhe des Querschnitts definiert. In dem Querschnitt hier sind sogar noch so eine zweite Variable definiert. Wenn ich die hier mal auswähle, sehen wir da, die nicht effektive Breite ist auch als Variable definiert, wollen wir aber gar nicht später benutzen. Nur der Vollständigkeit sei das hier mal genannt. Also in dem Fall wurde hier ein Querschnitt definiert und in dem Projekt wurde der Querschnitt dann entlang der Achse hier extrudiert. Und wenn man dann in die Ausgabe der Querschnitte schaut, sieht man eben, dass aus dem einen Überbauträger, aus diesem hier dann ganz viele Querschnitte vom Programm erzeugt wurden. Also hier sehen wir 1500 mm Höhe, hier ist es schon ein bisschen mehr. Und wenn ich weitergehe, haben wir hier schon 1522 und so weiter in der Höhe. Also das Programm hat hier ganz viele Querschnitte interpoliert und genau auf so einen Querschnitt, nämlich auf den da, will ich dann zugreifen. Und der heißt 101. Sie konnten übrigens natürlich auch hier bei der Vorgehensweise über Section from B-Wrap mit Variablen arbeiten. Man könnte beispielsweise im Grasshopper das Polygon hier beschreiben und dann auch natürlich mit Variablen arbeiten. Wir werden das später sehen, wenn wir das Widerlager konstruieren. Da habe ich zwar keine Variablen, aber prinzipiell werden Sie sicherlich erkennen, wie das funktioniert. So, wenn also die CDB im Ordner unseres Verzeichnisses liegt, und das ist der Fall, ich habe also in dem gleichen Verzeichnis, wo ich diese Datei hier und diese Datei abgespeichert habe, auch die CDB drin, dann kann ich die hier einfach eintragen. Ich mache es wieder so, ich erzeuge mein Panel und meine CDB heißt SSD für Grasshopper.cdb. So, das ist unsere CDB und ich hatte gesagt, dass der Querschnitt, auf den ich zugreifen will, 101 heißt. Also wähle ich den dort aus. Das hier können wir auch mal wieder löschen. So, ich verbinde das und da sehen wir unseren Querschnitt. Das ist genau der Querschnitt, dieser hier, jetzt eben angekommen im Rhino. Und wenn ich View Section auswähle, sehen wir auch wieder die ganzen Punkte und hier eben den Punkt 110 und 109 oder 0, 110, 0, 109, auf den wir später dann zugreifen. Ja, wunderbar. Damit sind wir im Prinzip schon fertig. Der Vollständigkeit halber könnte man jetzt hier noch das Modify Section hinzufügen. Könnte also sagen, den Querschnitt, den ich da habe, möchte ich entsprechend abändern. Hier tauchen eben genau die Variablen jetzt auf, die in dem Querschnitt definiert waren, H und Nef, was ich eben kurz gezeigt hatte. Wir wollen aber, und das ist dann das Thema des nächsten Videos, Variablen entlang der Achse definieren und diese dann zusammenführen mit diesem Querschnitt, um den Querschnitt dann entlang der Achse bei uns hier zu extrudieren. Deswegen lösche ich das hier auch wieder raus und damit ist die Querschnittsdefinition des Überbaus, ja, wenn man es so macht, doch recht übersichtlich. Ich habe ein bisschen mehr erzählt, weil ich Ihnen die anderen Möglichkeiten auch erklären wollte. Fenster aufziehen, rechte Maustaste, gruppieren und damit haben wir das auch fertig. Bis zum nächsten Video.